So. So, fahren wir hier mal rum. Wieder leichter Frame-Einbruch. Aber noch sind wir gut dabei. Boah, gleich um die Kurve, ihr seid ja. Fast 200, cool. So. Dududun, 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 dududun. Gar keine Container dazwischen. Oh, leck mich, bin jetzt hier oft angerannt. Ey, schon wieder so eine Verkehrsscheiße hier. Was ist denn los mit euch? Denken alle irgendwie, die ganze Straße hier, komplett der Highway gehört ihnen allein. Boah, du bist so ein mieser Sack hier, du kleiner Pisse. So. Das davon ist meine. Ja, jetzt hat hier 317, das ist schon näher da meine Krankenweite. Also das Auto, das hat schon... Das Auto hat schon in sich. Wurde gerade von einem Radiosender über eine Gruppe rücksichtsloser Fahrer informiert. Letzte Position war in Richtung Süden. In Richtung Süden, das kann uns aber jetzt mal gestohlen bleiben. Denn ich beende hier jetzt mal die Aufnahmesession für heute. Haben wir jetzt eigentlich wieder gut genug geschafft. Wir sind ein Platz weiter. Haben schon wieder gut was gemacht. Ja. Die 400.000 da noch. Dann haben wir das auch. Ja, Karrierenfortschritt 52%. Kopfgeld 3.684.000. Und wenn ich mir denke, wir brauchen am Ende 10 Millionen. Oh Gott. Da gehen sie jetzt fast noch 6 Millionen ab. Also, was heißt fast? Über 6 Millionen ab. Es ist schon, ja, puh. Aber wenn wir halt den vierten haben, dann gehen wir nur noch 6 Millionen ab. Geld haben wir jetzt schon 653.350. Das ist schon ein ganz schön ordentlicher Betrag. Ja, schauen wir mal, wie weit wir da noch hochkommen. Aber ich meine, wenn wir uns dann da später mal so anschauen, ich weiß nicht, ob man da schon die Preise sehen kann. Schauen wir mal noch kurz. Dass ich anschauen kann schon. Ich glaube, er stoppt den nächsten Platz. Ups. Achtung, BZ3. So, ne, steht leider noch nicht da, wie viel man... Man muss nur erst den nächsten schlagen, dann wissen wir, wie viel das kostet. Aber wenn man es überlegt, das kostet 80, aber ich glaube, für den mit voll ausrüsten, weil da bauen wir ja dann alles rein, was geht, wird uns so auf 300.000 kommen, ungefähr genauso wie der Carrera. Also 600.000, so viel haben wir jetzt im Moment. Schade, dass wir den nicht bekommen, das ist 120.000. Im Vergleich zur Corvette ist es schon ein bisschen... Aston Martin wäre natürlich auch nochmal ein Auto, den man sich vielleicht kaufen möchte, einfach nur, weil es halt James Bond ist. Der X7, der ist natürlich auch nicht schlecht. Für 31.000 kann man da sich mal vielleicht überlegen. Haben wir denn hier noch ein Evo, Evolution. Wäre vielleicht mal noch zu überlegen, einfach nur wegen Fast and Furious. Ich hätte gerne Nissan Skyline GTR 500. Oder der RX8. Aber der RX7 geht fast schneller, oder? Ja, der ist wesentlich besser, okay.
Ja, gut, den brauchen wir nicht. Supra, das ist sowieso so ein Scheiß. Audi. Das ist der einzige Audi, der hier da ist. Finde ich ein bisschen. Na gut, damals. Eclipse. Ah ne, okay, es gibt noch einen A3. Das sind beide Scheiße. Quattro. Was der Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung hat, ist sehr witzig. Ah, okay, es gibt sogar drei. Der TT, ja gut, den brauchst du aber auch nicht kaufen. Na, dann Golf GTI. Ah, der Klassiker. Der Fiat. Oh Gott. Punto, okay. Und der klassische halt. Naja. Mal schauen, was sich da noch so ergibt. Denke, würde ich mal sagen jetzt hier. Gut, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Hodenkrebscreme sagt Servus. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Need for Speed Most Wanted, dem Let's Play, dem einzigen wahren Warsteiner. Nein, dem einzigen wahren Hodenkrebscreme, ja. Es geht wieder weiter nach einer ziemlich langen Pause jetzt. Lag daran, dass jetzt, dass ich keine Folgen hatte. Das letzte Mal aufgenommen habe ich, glaube ich, am 2.4. oder so. Also ist jetzt schon wieder 1,5 Monate her oder so. Es hat mir zwar noch ein bisschen gereicht, aber ja, jetzt die Woche, da hatte ich sowieso keine Zeit. Also beziehungsweise letzte Woche, dass ich da irgendwas kam, da kam mir dann ein paar bisschen spezial. Aber jetzt will ich wieder ein bisschen regelmäßiger Most Wanted Folgen hochladen. Und ja, dazu brauchen wir natürlich aufgenommene Dateien und die Dateien, die werden wir jetzt hoffentlich jetzt produzieren. Zunächst schauen wir mal, was wir so zu tun haben. Rennen müssen wir fahren und Meilensteine. Schauen wir doch mal. Wir fahren mit der Corvette, das ist eh schon unsere schnellste. Dann hocken wir uns doch mal da rein. Sind schon Nummer 5, ist ja cool. Das ist ja cool, ist ja cool. Gut, dann würde ich sagen, minimal Radar, auf geht's. Hier ein bisschen alles so richtig hinrichten und dann kann nicht auch schon losgehen. Ich weiß schon gar nichts mehr. Ich kann das schon fast gar nicht mehr wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich meinen Speedbreaker drin habe. Ich glaube es zu wissen, aber sehen wir ja dann. Ja, war klar. Wenn der Schwanz. Bremst der einfach da vorne ab. Aber bis jetzt ist noch alles offen. Ja, genau, da ist der Speedbreaker. Ist das auch schon mal geklärt. Und es laggt. Ganz leicht. Gut, einmal schon rum. Und wir sind immer noch Zweiter. Das verstört mich jetzt ein bisschen. Vor allem, wir sind doch, glaube ich, 30 km/h oder so. Vorne in der Kurve werden wir zwar ein bisschen was rausholen können, aber jetzt auch nicht wirklich viel. Ja, das war eher wenig. Scheibenkleister. Okay, wir sind wieder Zweiter. Mit guten 30 km/h Unterschied. Okay. Ja, was ist mit dir los, ey? Wo kommst denn du her? Oh, wo ist die Radar von jetzt? Willst du mich verarschen? Achso, das ist die da. Jawohl. Aber bisschen blöd erwischt. Ich bin jetzt wenigstens Erster. Aber das ist ein Verfolgungsstopper.
Machen wir jetzt mal nicht. Machen wir lieber unten rum. Seh nix, jetzt seh ich wieder was. Boah, leck mich doch am Arsch. Heiliger Schwede, war das knapp. Jetzt auch gleich mal ziemlich steil wieder zurück. Aber das Ding ist eingefahren, das Ding ist in der Tasche. Damals, jawohl. Sehr schön, unsouverän natürlich. Da überhaupt kein Problem für uns. Weiter geht's. Zack! Oh, schade. Cool. Gut, 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 gut. Oh, maximal. Wir brauchen 7 Rennen, oder? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na gut, wir müssen sowieso quasi die Dinge auch noch fahren. Dann können wir uns gleich mal erst die Minimal vornehmen. Dann haben wir wenigstens keine Bullen hinter uns und dann später die Maximal. Weil bei Maximal kommt eigentlich so gut wie immer Bullen. Ups. Da geht's auf einmal an. Oder da wär's angegangen. Da ist es angegangen. Bisschen zu viel Nitro gegeben. So. Und davon ziehen wir. Das glaube ich muss schon geil sein, wenn du so ein Auto hast und dann halt echt so leere Straßen. Allerdings glaube ich wird es das nicht in 10 Millionen Jahren geben. Außer irgendwann ist Krieg gewesen und dann geht auch wahrscheinlich das Auto nicht mehr so gut und die Straßen kannst sind auch nicht mehr so toll. Oder der Präsident lässt es einmal sperren und er will selber durchfahren. Tschüss. Mal davon abgesehen, dass dieses Jahr im Dezember ja sowieso die Welt untergeht, also von dem her. Brauchen wir uns da gar keine Sorgen machen. Aus 20 Sekunden rausgefahren, sehr schön. Und es laggt wie die Scheiße. Die Hälfte haben wir schon. Sind eigentlich gut dabei. Ups. Was war denn das gerade? Einspritzung versagt. Dann fahren wir lieber außen rum. Bleib doch mal auf dem Gas drauf hier. Kriegst Tastatur. Ich hab keinen Bock, dich jetzt noch extra ans Kabel reinzustecken. Ups. Ey, 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 ey. Da bleibst. So, dritte. Station auch durchfahren. Dass ich wieder ausgenommen fahren soll. Wurscht. Drauf geschissen.